willkommen zu den Kurznachrichten aus dem Kaffee M des Martinushauses. Am kommenden Sonntag werden in unserer Gemeinde 34 Jugendliche und 2 Erwachsene gefirmt. Das Wort Firmung kommt vom lateinischen Wort Confirmatio. Das bedeutet bestätigen oder bestärken. Die Firmung gehört neben der Taufe und der Erstkommunion zu den sogenannten Eingliederungssakramenten oder auch Initiationssakramenten. Mit der Taufe, so glauben wir, beginnt ganz offiziell die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, aber auch zwischen dem Getauften und einer Kirchengemeinde. Die heilige Kommunion wird oft als die Wegzehrung verstanden. Christen können sich mit ihr in vielen Momenten ihres Lebens stärken und sich mit Gott in Verbindung setzen. Die Firmung ist nun wie die Taufe ein einmaliges Sakrament. Die Firmlinge werden mit Chrisam gesalbt und ihnen wird durch den Firmspender der Heilige Geist zugesagt. Der Heilige Geist ist die Kraft in uns, die uns hilft, Entscheidungen zu treffen, unsere Fähigkeiten zu erkennen und sie zum Wohle aller einzusetzen. In der Firmung erhalten die Firmlinge auch den Auftrag, sich immer wieder mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen und wenn möglich anderen davon zu erzählen. Am kommenden Sonntag werden wir nun einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium hören. Der Bibeltext ist aus der Bibelübersetzung Hoffnung für alle entnommen. Jesus verspricht den Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder alleine. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit. Dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Stellen wir uns doch mal die Frage, wie kann man heute Christin werden und als Christin leben? Diese Frage haben wir nicht nur im Firmkurs mit den Jugendlichen besprochen, sondern diese Frage hat auch schon die Christen der zweiten Generation heftig bewegt. Sie lebten gut 60 Jahre nach Christus und haben Jesu Leben und Predigt nicht mehr selbst erfahren. Die Apostel verstarben ebenfalls. Die Augen und Ohrenzeugen verschwanden. So wurden viele junge Gemeinden mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Fragen und Sorgen selber zu beantworten. Die Fragen, die sich ihnen stellten, waren Themen, die ihren Kern betrafen. Wie können wir die Wurzeln unseres Glaubens lebendig halten, unserem eigenen Ursprung treu bleiben? Und damit verbunden, was macht uns dann als Christgläubigen eigentlich zu dem, was wir sind? Worin besteht unser Wesentliches? Darauf antwortet nun Johannes mit dem heutigen Evangelium. Er greift dabei das Leben und die Reden Jesu auf. Aus dem Mund des Herrn lässt er uns in wenigen Sätzen hören, was Christinnen zu Christinnen macht. Das erste ist, Jesus lieben. Damit ist aber nicht das Gefühl einer innigen Beziehung gemeint oder die Begeisterung, die man einer berühmten Person entgegenbringt, die man schätzt oder toll findet. Die Liebe zu Jesus ist anders. Im Bibeltext heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jesus zu lieben bedeutet eine verbindliche Übernahme seiner Lebenspraxis. Im Zeichen der Fußwaschung hat Jesus es auch schon gut sichtbar gemacht. Wir sollen einander dienen. Nun stellt sich die Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind,
anderen so selbstvergessen zu dienen, wie Jesus es getan hat. Im Evangelium heißt es weiter, dass Gott uns auf Jesu Bitte hin einen Beistand sendet, den Geist der Wahrheit. Geist meint in der Sprache der Bibel die Art und Weise, wie Gott für uns Menschen da ist und erfahrbar wird. Als in Bewegung bringend, als unbezweifelbare, aber unfassliche Wirklichkeit. Wie der Wind, dessen Rauschen jeder hört, von dem aber keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Wo Menschen sich überhaupt erst einmal Jesu zuwenden und immer wieder versuchen, nach seinem Vorbild zu leben, da wird deutlich, was Jesus uns versprochen hat, dass der Beistand für immer bei uns bleiben soll. Über 2000 Jahre lang hat sich dieses Versprechen in Menschen als wahr erwiesen, die aufgrund ihrer Beziehung zu Christus anderen liebevoll, gütig, geduldig, barmherzig begegneten und so das Evangelium gegen allen, auch kirchlicherseits, durch Lieblosigkeit geschehenen Verrat und Missbrauch bewahrheiten. Viel zu oft ist eben auch Kirche das, was Johannes Welt nennt. Ein Ort hermetischer Verschlossenheit gegen das Herzanliegen Jesu, sodass sie den Geist der Wahrheit, also Gottes beständiges Wirken, in sich gar nicht mehr zulässt. Ich möchte mit einem Gebet enden. Guter Gott, die Hoffnung ist gerade dann wichtig, wenn das Vertrauen der Menschen schwindet, weil Kriege aufflammen und Naturkatastrophen sich häufen, weil immer neue Missbrauchsfälle oder Missstände in der Kirche aufgedeckt werden. Gott, mache uns Christinnen zu Inseln der Hoffnung, wenn alles zu versinken droht, damit Menschen Mut schöpfen und immer wieder neu anfangen. Stärke uns, damit wir Rede und Antwort stehen, wenn man uns fragt, woher wir unser Hoffen nehmen. Manchmal wider aller Vernunft. Du, Gott, bist größer, als unser Denken es je sein kann. Amen. Wie immer folgen noch Termine und Hinweise. Heute sind es gleich 3 Termine für den kommenden Sonntag. Am kommenden Sonntag eben feiern wir in der St. Martinuskirche das Sakrament der Firmung. Es gibt 2 Gottesdienste, einmal um 9 Uhr und um 11 Uhr. Am Donnerstagabend üben wir den Gottesdienstablauf in der Kirche. Am kommenden Sonntag lädt die kleine Kirche zum Kindergottesdienst ein. Alle Familien treffen sich gleich um 11 Uhr im Franziskussaal. Um 18 Uhr feiern wir in der St. Martinuskirche eine Maiandacht. Ich wünsche Ihnen und Euch jetzt eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal.